Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte. Ich möchte euch heute etwas über die Gegenreformation erzählen. Der Begriff Gegenreformation ist erst so im 19. Jahrhundert so richtig entstanden, aber man bezeichnet damit etwas, was im 16., 17. Jahrhundert passiert ist, nämlich die Bemühungen der katholischen Kirche, verloren gegangene Gebiete wieder zurückzuerobern für den katholischen Glauben. Die große Frage lautete also, kann Deutschland vielleicht doch wieder katholisch werden? 1555 im Augsburger Religionsfrieden hatte man ja einen Kompromiss gefunden, dass man in Deutschland entweder evangelisch oder katholisch sein konnte. Es wurde der Grundsatz festgelegt, Cuius regio, eius religio. Wem das Land gehört, der darf auch bestimmen, welchen Glauben die Untertanen haben sollten. Und dadurch war Deutschland jetzt ein Flickenteppich konfessioneller Gegensätze. Wir können uns das hier kurz mal angucken, so eine Konfessionslandkarte um 1600 herum. Da sehen wir hier diese lachsfarbenen Gebiete, das sind alles protestantische Gebiete. Und die lilafarbenen Gebiete sind katholische Gebiete. Deutschland also ein zersplitterter Flickenteppich. Die Reformation hatte aus katholischer Sicht ganz schön gewütet und hat große Teile Deutschlands dem katholischen Glauben entrissen. Man sagt, dass so bis 1570 ungefähr 70% Deutschlands in protestantischer Hand mittlerweile waren. Sie waren evangelisch geworden. Im Reichstag, in der Versammlung aller Fürsten Deutschlands, waren die Protestanten inzwischen die Mehrheit. Und es breitete sich aus katholischer Sicht so wie ein Krebsgeschwür immer mehr aus. Wenn alles so weitergeht, war abzusehen, dass bald ganz Deutschland evangelisch werden würde. Und so musste man sich überlegen, als katholische Kirche, sah man dem tatenlos zu oder was machte man jetzt eigentlich? So kam es zu einem Plan der Rückgewinnung Deutschlands. Das war die große Frage, wie konnte Deutschland zurückgewonnen werden für den katholischen Glauben? Und ja, wer da vor allem voranschritt, das waren die Jesuiten. Wir haben hier Ignatius von Loyola, den seht ihr noch gar nicht, da muss ich mein Bild hier mal ein bisschen nach rechts verschieben. Hier Ignatius und ich, der Gründer der Jesuiten, dazu gibt es ja ein eigenes Video. Und die Jesuiten haben einen, die waren ja sehr diszipliniert, sehr organisiert und sie haben gesagt, wir müssen Deutschland und überhaupt die Welt von der protestantischen Ketzerei reinigen. Sie waren ja ganz papsttreu, was der Papst gesagt hat, das wollten sie machen. Und der Papst hat gesagt, die Protestanten sind unsere Feinde. Ignatius von Loyola, der hat, soweit ich weiß, die reformatorischen Schriften selber kaum gelesen. Ihn interessierte das auch nicht, so theologisch sich da ein eigenes Bild zu machen. Für ihn war klar, wenn der Papst sagt, das sind Ketzer, dann sind das Ketzer und deswegen müssen wir gegen die kämpfen. So entwarf Ignatius 1554 einen Plan zur Rückgewinnung Deutschlands und seine Hauptidee war dabei, dass alle wichtigen Schlüsselpositionen in der Gesellschaft von entschiedenen Katholiken besetzt werden sollten. Das war seine Idee. Das heißt, der Ansatzpunkt war bei den wichtigsten Schlüsselpersonen des Volkes, das sind die Regierenden, die Könige und Fürsten. Und deswegen war so ihr Ziel, alles daran zu setzen, wie können diese Regierungspositionen mit entschiedenen Katholiken besetzt werden. Man musste sich also um die Erziehung der zukünftigen Fürsten und Könige kümmern. Es war wichtig, dass die Könige und Regenten nicht nur nicht evangelisch waren, sondern sie mussten anti-evangelisch sein. Sie mussten richtig überzeugte Katholiken sein.
alle, die offen oder versteckt irgendeiner evangelischen Ketzerei anhingen, die mussten entfernt werden, wenn es irgendwie ging, aus Schlüsselpositionen. Sie durften keine Ehrungen kriegen, keine Medaillen. Es musste klar sein, wenn du irgendwie im Volk was werden willst, dann musst du Katholik sein. Notfalls sollte sogar ja, in den Besitz der Leute eingegriffen werden oder irgendwas zerstört werden. Und wenn es notwendig war, dann wären vielleicht sogar ein paar Todesurteile auch nicht schlecht. Sie könnten eine angemessene Abschreckungswirkung entfalten, sagten die Jesuiten, damit deutlich würde, dass die Religionsfrage wirklich ernst genommen wird. Priester, Bischöfe, die irgendwie evangelische Neigungen hatten, sollten entlassen werden. Und ja, das war so der erste große Plan. Alle, auch in dem, im Bildungsbereich, alle Rektoren, alle Lehrer sollten geprüft werden, ob sie wirklich evangelisch, katholisch waren. Wenn nicht, sollten sie aus ihren Ämtern entfernt werden. Also, das ist eine kluge Strategie eigentlich. Wenn Gesellschaft verändert werden soll, dann muss man die Schlüsselpersonen der Gesellschaft kriegen und die Schlüsselpositionen der Gesellschaft mit Leuten der eigenen Gesinnung besetzen. Das war der Plan von Ignatius, das haben die Jesuiten dann konsequent durchgeführt und das war dann tatsächlich auch nicht unerfolgreich, muss man sagen. Vor allem hier im Bildungsbereich, da haben wir jetzt hier rechts einen Menschen, der hieß Petrus Canisius, ein Holländer, der dann in Deutschland ja so dieses Bildungsprogramm aufstellte. Denn die Schlüsselpositionen der Gesellschaft liegen einerseits bei den Regenten, aber andererseits bei den Leuten im Bildungssektor, bei den Lehrern und bei den Professoren. Und die Jesuiten haben das ganz klar erkannt, wenn Deutschland langfristig, nachhaltig wieder katholisch werden soll, dann müssen wir die jungen Menschen katholisch prägen und impfen. Das geschieht in den Schulen und auf den Universitäten. Das heißt, die Lehrer und die Professoren, die müssen entschiedene Katholiken sein. Oder wir müssen eigene Bildungsinstitutionen gründen, und die so gut machen, dass alle Leute zu uns kommen wollen und dort prägen wir sie mit unseren eigenen Lehrern und Professoren richtig katholisch. Also Schlüsselpositionen war das erste Mittel. Das zweite ist Bildungspositionen zu besetzen und Bildungsbemühungen zu intensivieren. Also es wurden Ketzer, also Protestanten aus allen Bildungsschlüsselpositionen entfernt, dann begann man auch Bücher zu verbrennen von evangelischen Autoren, sei es natürlich theologische Bücher, aber ist egal, was sie geschrieben haben. Evangelische Autoren wurden auf den Index gesetzt, ihre Schriften sollten verbrannt werden, sonst könnten ja die Jugendlichen irgendwie von Evangelischen angesteckt und interessiert werden. Und man machte sich daran zu sagen, wir machen die besten Schulen und die besten Universitäten. Das haben sie dann wirklich gut gemacht. Jesuiten waren ja selber sehr gebildet. Sie haben Theologie und Philosophie studiert. Sie konnten was und deswegen kamen sie dann auch in diese Schlüsselpositionen. Und sie hatten genug Personal, um eigene Universitäten, eigene Hochschulen, eigene Schulen, Gymnasien zu gründen. Petrus Canisius. Nach dem sind heute noch Schulen, Institute und so benannt. Der hat also für die Bildung aus katholischer Sicht hier sehr viel gemacht in Deutschland im 16. Jahrhundert. Er schrieb einen katholischen Katechismus, der, ich glaube, hunderte von Auflagen hatte, der sich wirklich weit verbreitet hat, wo der katholische Glaube ansprechend erklärt wurde. Die konnten mit Sprache umgehen, die konnten sich auf die Menschen einstellen, die waren wirklich auf der Höhe der Zeit und der Wissenschaft. Sogar evangelische Leute sagten sich, oh, wenn ich meinem Kind eine gute Bildung zukommen lassen will, dann muss ich es auf eine jesuitische Hochschule schicken. Da ist man am besten, da kriegt man die beste Bildung.
Und ja, so wurden viele Leute in Deutschland wieder für den katholischen Glauben gewonnen durch die Bildungsarbeit der Jesuiten. Ein weiterer Punkt, der entscheidend wurde, das ist, dass man sagte, gut, wie machen wir das? Die Evangelischen, die werfen alles aus den Kirchen raus. Die Lutheraner ja nicht so sehr, aber die Calvinisten dann ja total, die haben ja nur noch weiße Kirchen, wo nur noch ein Tisch mit einer Bibel vorne steht, noch nicht mal ein Kreuz mehr oder so. Und die Gegenreformation, die sagte dann, gut, dann machen wir genau das Gegenteil. Wir bieten den Leuten wieder was. Und so entstand das Zeitalter des Barock. Wenn ihr so in eine barocke Kirche hier so aus dem 17. Jahrhundert mal reingeht, dann sieht man, wow, hier gibt's was anzuschauen. Da kannst du stundenlang rumgehen, dir Statuen, Gemälde, Kunstwerke, Decken, Malereien und so anschauen. Und das war bewusst so. Im Zeitalter der Gegenreformation hat man die katholischen Kirchen umso mehr ausgestattet. Die Menschen sollten den Vergleich haben. Willst du evangelisch werden, dann hast du nichts in der Kirche. Kommst du in unsere katholische Kirche, da ist Pracht und Gold und Bilder und etwas für alle Sinne. Bei uns kannst du riechen und schmecken und sehen, vor allem sehen für die Augen, kannst du bei uns etwas sinnliche Erfahrung, um dadurch zu Gott zu gelangen. Man sagt, je mehr die Protestanten die Bilder stürmten, desto mehr wurden von den Katholiken aufgestellt. Das war gegenreformatorisches Programm. Wir sind die, die wirklich was zu bieten haben für alle Sinne. Bei den Jesuiten war es zum Beispiel auch so, dass sie ganz viele Theaterstücke geschrieben haben für ihre Schulen und Universitäten. Es sind über 7000 jesuitische Theaterstücke aus der Zeit der Gegenreformation bekannt, wo junge Menschen halt durch anschauliches Theater für den katholischen Glauben geimpft und geprägt werden sollten. Das waren ja noch friedliche Mittel, Schlüsselpositionen zu besetzen, Bildungseinrichtungen zu gründen, etwas für alle Sinne zu bieten im Zeitalter des Barock. Aber es blieb nicht dabei. Wenn das alles nicht half, damit die Menschen wieder freiwillig katholisch werden wollten, dann versuchte man es eben auch mit etwas drastischeren Mitteln, mit Diskriminierungen. Also Bücherverbrennungen haben wir schon gehört, dass eben Leute aus ihren Positionen gedrängt wurden, dass versucht wurde, ihre Bildungsinhalte aus der Gesellschaft rauszudrängen. Oder hier, wie in diesem Gemälde von Johann Michael Rottmeier, der katholische Glaube besiegt die protestantischen Häresien, wo hier der Protestant um seine letzten Bücher kämpfen muss und die auch schon angesteckt werden. Ja, Diskriminierung war dann an der Tagesordnung. Man schreckte nicht davor zurück, Protestanten zu denunzieren, schlechte Gerüchte in Gang zu bringen, sie zu gängeln, sie ihnen Nachteile zukommen zu lassen, sie zu mobben. Wenn also noch irgendwo jemand mit evangelischen Neigungen war in Universitäten oder Schulen oder so, dann wurden die rausgemobbt und rausgedrängt, an den Rand der Gesellschaft gedrängt, dort wo katholische Regenten waren, hatten es evangelische Christen immer schwerer. Sie galten als Ketzerei und sie sollten in Unruhe gehalten werden, sie sollten Nachteile bekommen, bis sie freiwillig herausgedrängt waren aus der Gesellschaft, bis sie so demoralisiert waren, dass sie schließlich möglichst freiwillig sich zurückzogen oder flohen. Und wenn das auch nicht half, dann versuchte man sie eben gewaltsam zur Flucht zu drängen. Wir sehen hier eine Landkarte der Bekenntnisse um 1580, grober als die Landkarte vorhin, aber man sieht da auch, hier in Norddeutschland blieb zwar evangelisch, aber viele Gebiete in Westdeutschland, in Süddeutschland, in Österreich, im Osten,
wurden wieder zurückgewonnen von der Gegenreformation, und zwar dann auch mit Gewalt, mit Vertreibung, mit Hinrichtungen. Das war so das letzte Mittel, gewaltsame Rückgewinnung, gewaltsame Gegenreformation. So setzte sich der Zug der Gegenreformation durch Deutschland durch. Zunächst in Bayern. Bayern war so ein Hauptprojekt, wo die Gegenreformation Erfolg hatte. Dort machte man alle diese Schritte, Bildungsbemühungen, man errichtete Kollegien, nahm Schlüsselstellungen zum Beispiel an der Universität Ingolstadt ein. Es wird ein eigenes Priesterseminar gegründet, 1552, das Collegium Germanicum. Und der Herzog Albrecht V. von Bayern, der versuchte dann tatsächlich, sein Volk und erstmal den Klerus, also die Priester, zu rekatholisieren, dass alles Evangelische ausgetrieben wurde. Das Volk wurde auf ein katholisches Bekenntnis verpflichtet. Der protestantische Adel wurde aus dem Bayerischen Landtag ausgeschlossen, so dass Bayern 1575 dann wieder ganz in katholischer Hand war. Und Herzog Maximilian versuchte dann gegen Ende des 16. Jahrhunderts sogar Bayern zu einem katholischen Musterstaat zu machen, was dazu führte, dass die Evangelischen, die es noch gab, fast alle auswanderten. 150.000 Leute gingen auf die Flucht aus Bayern um 1600, weil man es nicht mehr aushielt, weil ja der Katholizismus die bayerische Staatsreligion werden sollte. Ähnliche gegenreformatorische Bemühungen gab es in Fulda und dann auch im Erzbistum Köln. In Köln passierte etwas Witziges. Hier trat der Erzbischof, der katholische Kölner Erzbischof 1580, zum evangelischen Glauben über, weil er seine Geliebte heiraten wollte. Das war der eigentliche Grund. Also so ähnlich wie beim König Heinrich VIII. Von England. Er versuchte, sein wichtiges Erzbistum Köln, große Stadt, zu einem evangelischen Territorium machen zu können oder zumindest, dass den Leuten freigestellt wird, was sie glauben können. Aber das scheiterte am Widerstand des Stadtrates. Köln wurde nicht evangelisch, ist es bis heute nicht, eine sehr katholische Stadt. Das führte dazu, dass auch andere wichtige Städte, Paderborn, Münster, Würzburg, Bamberg, Salzburg, alle wichtige Städte, die gerade so auf der Kippe standen, ob sie evangelisch oder katholisch werden sollten, wurden dann doch wieder katholisch und verfestigten sich katholisch durch die gegenreformatorischen Maßnahmen. Österreich war auch noch ein wichtiges Land, habsburgisches Kernland. Hier eröffneten die Jesuiten auch ein eigenes Gymnasium 1551 in Wien. Und als man dann irgendwann nicht mehr so von den Türken bedroht war, knöpfte man sich dann die Evangelischen vor. Die Gegenreformation in Österreich war eine der schlimmsten und gewaltsamsten, die man so hatte. Es war sehr brutal. Ferdinand II. War von Jesuiten erzogen worden. Er wurde dann später Kaiser und begann mit einer systematischen Ausrottung des Protestantismus in Österreich, was ihm auch ziemlich gut gelungen ist. In Österreich hat man die Protestanten fast alle vernichtet und bis heute haben evangelische Christen in Österreich nur einen ganz winzigen, schwierigen Minderheitenstatus, was sich zum Glück in den letzten Jahrzehnten langsam gebessert hat. Um 1600 kann man sagen, dass der Katholizismus in Deutschland auch im Reichstag allgemein wieder die Oberhand gewonnen hat. Also innerhalb von 50 Jahren hat man es dann doch geschafft. Es war eine erfolgreiche Gegenreformation, kann man sagen. Keine schlussendlich erfolgreiche Gegenreformation, dass Deutschland insgesamt wieder ein katholisches Land geworden wäre. Aber man hat doch wichtige Gebiete gewonnen und behielt letztlich doch im Deutschen Reich die Oberhand wieder. Der evangelische Glaube war doch in vielen Gegenden, die wir hier gelb sehen, im Süden und im Westen Deutschlands noch nicht tief genug verwurzelt, sodass er da Bestand gehabt haben könnte gegen die Gegenreformation.
50, 60, 70 Jahre Gegenreformation führten dann dazu, dass also der Katholizismus immer stärker wurde, aber dadurch wuchsen auch wieder die Spannungen und es kam schließlich zum Ausbruch des 30-jährigen Krieges. Dazu gibt es dann nochmal ein eigenes Thema, aber letztlich muss ich das hier auch schon irgendwie mit einfügen. Der schlimmste Krieg der deutschen Geschichte, dieser 30-jährige Krieg von 1618 bis 48, der ist letztlich eine Auswirkung der konfessionellen Spannungen, Reformation gegen Reformation. Das hat seit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 dann 60, 70 Jahre gehalten, so einigermaßen friedlich, bis eben auf das ganze Mobbing und einzelne Gewaltausbrüche, aber dann schließlich 1618 hielt es das nicht mehr. Es kam zum Ausbruch eines großen Krieges, der Deutschland überzogen hat, wo Evangelische gegen Katholiken kämpften, was sich dann aber vermischt hat mit Machtspielchen. Da kommen wir dann noch dazu. Also die Gegenreformation mit Worten mündete dann schließlich doch in einen Versuch der Gegenreformation mit Krieg und Gewalt, was dann aber schließlich auch nicht zum Erfolg führte und 1648 zu einer Bestätigung letztlich geführt hat, dass Deutschland ein gespaltenes Land ist und dass man sich damit abfinden muss, dass es evangelische und katholische Menschen in Deutschland gibt.